Und wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt 84, Aktuelle Stunde der Fraktion der CDU. Hessen weiter Vorreiter bei der Cybercrime-Bekämpfung. ZIT und PKA zerschlagen Emoted-Netzwerk. Drucksache 204958. Und als erstes hat sich der Abgeordnete Heinz von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Haben Sie schon so einen Startschuss gegeben? Okay. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben vielfach darüber gesprochen, dass uns seit einem Jahr ein Virus beschäftigt, das Menschen befällt, das schwerste gesundheitliche Schäden hervorruft und das auch sehr große, das haben wir eben noch einmal gehört, sehr große wirtschaftliche Schäden hervorruft, und zwar weltweit. Hier sind wir mit dieser Frage sind wir auf einem guten Weg durch die Entwicklung von Impfstoffen. Wir haben darüber gesprochen. Auch und gerade aus Hessen wird vieles dort zur Lösung beigetragen. Die kommen schon sehr bald aus Marburg und auch aus Frankfurt und in Mainz direkt über den Rhein sind sie entwickelt worden. In unserer heutigen Aktuellen Stunde geht es aber um einen anderen Erfolg gegen Viren, nicht in der realen Welt, in der physischen Welt, sondern in der virtuellen Welt. Aber der Zusammenhang zu dem anderen Virus besteht, dass wiederum große Erfolge von hessischem Boden aus hier erzielt worden sind. Was ist geschehen? In der vergangenen Woche ist ein großer Erfolg erzielt worden durch die weltweite Tätigkeit von Ermittlungsbehörden, aber federführend durch die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und dort durch die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität. Und gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt haben Strafverfolgungsbehörden aus 8 weiteren Ländern die Infrastruktur der Schadsoftware Emotet mit Unterstützung von Europol und Eurojust, die Mitglieder aus dem Innenausschuss kennen das von einem gemeinsamen Besuch im vergangenen Jahr, zerschlagen. Das ist ein herausragender Erfolg. Emotet galt als die gefährlichste Schadsoftware überhaupt. Und allein in Deutschland beträgt der nachgewiesene Schaden über 14 Millionen €. Unter anderem wurden mit diesem Trojaner öffentliche Einrichtungen angegriffen, bis in den Bereich des Bundestages hinein. Viele öffentliche Stellen und leider auch Kliniken. Das hat besonders geschmerzt im vergangenen Jahr, wo wir die Kliniken ganz besonders gebraucht haben. Diese Attacken gab es viele, die gab es auch über Jahre hinweg. Aber das gute Signal ist, die Strafverfolgungsbehörden waren hier nicht wehrlos. Es hat über 2 Jahre gedauert, und nun ist der Erfolg da. Es wurde ein neuer Ansatz gewählt. Die Schadsoftware soll unschädlich gemacht werden, auch auf den Rechnern, wo sie bereits aufgespielt ist. Und daher gilt unser ganz besonders großer Dank allen denjenigen, die zum Erfolg beigetragen haben. Und ganz allen voran, das möchte ich hervorheben, den hessischen Staatsanwälten und dem gesamten Team der ZIT in Frankfurt. Viele Kollegen aus dem Landtag kennen auch die Akteure, die auch öffentlich immer genannt werden, nicht nur Staatsanwalt Dr. Krause, der öffentlich oft zu vernehmen ist, sondern auch viele andere, die dort mitgearbeitet haben und mitarbeiten, die dieses Team dort aufgebaut haben und die wirklich mit Herzblut und einer gewissen positiven Art von Verrücktheit auch an dieser Thematik arbeiten, über viele Jahre hinweg. Es gehört nämlich schon einiges dazu, sich einer Thematik zu nähern, die nicht jedem Staatsanwalt, nicht jedem Juristen und vermutlich auch nicht jedem Kollegen hier im Landtag so liegt, sich in diese Welt hereinzudenken von Cyberkriminellen, auch zusammen mit Wissenschaftlern, mit Technikern zu überlegen, wie man denen das Handwerk legen kann, wie man sie aufspürt und dann am Schluss auch dingfest zu machen. Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Frankfurt sind hoch engagiert. Das spürt jeder, der denen begegnet. Sie verstehen, was die Täter tun, und sie kommen am Schluss dann auch zu spürbaren Erfolgen. Ich möchte bei der Gelegenheit auch an 2 weitere wichtige Erfolge aus der jüngeren Vergangenheit erinnern, wo auch mithilfe der ZIT Großes geleistet wurde. Einmal wurde auch federführend durch die ZIT die sogenannte Wall Street Market zerschlagen. Das war ganz kurz gefasst das Amazon für Kriminelle. Dort konnten sie alles kaufen, was man eigentlich nicht verkaufen darf, Waffen, Rauschgift, und sie konnten doch bis hin zum Morden alles auch in Auftrag geben an Schwerstkriminelle. Das ist aber auch ein großer Fahndungserfolg der ZIT. Und einen weiteren Bereich möchte ich an dieser Stelle auch nennen. Auch mit Hilfe der ZIT und dem Bundeskriminalamt wurde auch in gar nicht so ferner Vergangenheit wurde die Plattform Elysium zerschlagen. Das war besonders widerlich, was sich dort abgespielt hat. Es war eine der größten Plattformen zur Verbreitung von Kinderpornografie. Es gab nachweislich Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Opfer in der
realen Welt. Es war ein großer Erfolg, dass auch dort diesen Verbrechern das Handwerk gelegt werden konnte. Aber, das gehört auch dazu, diese Erfolge sind nur möglich geworden durch eine erfolgreiche politische Priorisierung. Und an dieser Stelle gestatten Sie mir, dass ich darauf hinweise, wer hier die Verantwortung getragen hat und trägt. Ich will keinen ausnehmen, insbesondere auch damals zur Zeit der Gründung, was Minister Dr. Hahn im Jahr 2010, der dort die Verantwortung getragen hat. Und seit 7 Jahren ist es eben die hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann. Und damit ist auch jeder Erfolg der ZIS auch Ihr Erfolg. Das möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich einmal hervorheben. Denn politische Priorisierung heißt, dass man immer wieder auch bei Haushaltsberatungen dort einen Schwerpunkt setzt, diese Stelle stärkt, die nötigen Mittel, Personen und auch eine Sachausstattung zur Verfügung stellt, damit die Personen früher in Bad Vilbel, jetzt in Frankfurt so erfolgreich arbeiten können. Hessen ist spitze. Hessen ist spitze an vielen Stellen, und das gilt auch und gerade im Kampf gegen die Cyberkriminalität. Deshalb ist es ein toller Erfolg für die ZIT, aber auch ein toller Erfolg für die hessische Landesregierung. In der virtuellen Welt leben wir seit vergangener Woche ein ganzes Stück weit sicherer. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Heinz. Als Nächstes hat sich die Abg. Schardt-Sauer von den Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Bitte schön. Werte Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, die Benennung der Aktuellen Stunde durch die CDU und auch nach dem Redevortrag erinnert ein wenig an die Suche nach einer schönen Blume auf einer Wiese im Winter. Ja, Emotet gilt als eine der gefährlichsten Schadsoftwares weltweit. Und ja, in Hessen war die Stadtverwaltung Frankfurt und die Universität Gießen von schwerwiegenden Emotet-Angriffen betroffen. Und in Deutschland sind durch Emotet schätzungsweise Schäden in Höhe von 14,5 Millionen Euro entstanden. Und ja, die ZIT hat einen wichtigen Beitrag geleistet. Danke für die Geburtserwähnung an die FDP. Aber so sehr ich Hessen und unsere Institutionen schätze, die Zerschlagung des Emotet-Netzwerks ist ein internationaler Erfolg. Lassen Sie doch bitte einmal die Kirche im Dorf. Die Gespräche bitte außerhalb des Raums. Die Frau Schardt-Sauer hat das Wort. Seit 2018. Die Emotet-Infrastruktur hatte mehrere hundert Server auf der ganzen Welt umfasst. Die Zerschlagung dieses Netzwerks ist zusammen mit den Strafverfolgungsbehörden Niederlande, Ukraine, Litauen, Frankreich, Großbritannien, Kanada, USA erfolgt. Koordinierend war Europol und Eurojust. Aber es passt zu dieser Justizministerin, deren Ankündigungsmodus, man lese nur die Pressemeldung, aus Zeitgründen lasse ich das, jetzt auf der Woge des Erfolgs mitsurfen, sich dranhängen und mit als Champion präsentieren. Aber dann bitte nicht weiter daran arbeiten. Dazu ist die Zeitdauer von Aktuellen Stunden mit 5 Minuten auch passend. Dabei wäre das dringend geboten beim Thema Cyberkriminalität. Cybersicherheitsrisiken bleiben hoch. Sie nehmen zu. Sie sind eine der großen Herausforderungen für den Rechtsstaat. Emotet ist so etwas wie ein Kopf der Hydra. Und Frau Ministerin Kühne-Hörmann sagt, spätestens nach dieser Woche muss allen Cyberkriminellen klar sein, dass ihre Taten nicht ungesühnt bleiben. Bedauerlicherweise ist das Wunschdenken, und die bekommen keine Angst. Emotet-Zerschlagung ruft bereits neue kriminelle Aktivitäten auf den Plan. Da vermisst man Pressemeldungen zu. Emotet-Betroffene sollen jetzt von Internetprovidern benachrichtigt werden. Die Verbraucherzentrale NRW warnt in diesem Kontext vor Phishing-E-Mails, strukturelle Sicherheitsprobleme. Die Angreifer, die Emotet erfolgreich machen, bleiben bestehen. Hessen muss deutlich mehr in Cybersicherheit investieren. Taten statt blumige Worten. Und diese Ministerin neben der Blumensuche hängt vielleicht mit dem Koalitionspartner zusammen, lenkt die Jubelnachricht klar von Justizskandalen ab. Sollte erst einmal ihre Hausaufgaben machen.
Die Ministerin muss hier in ihrem Ressort wohl besonders tief graben, um ein Thema zu finden, bei dem es nicht zu 100% schlecht läuft. Anders Wahl der CDU zur Aktuellen Stunde die Suche, die Sehnsucht nach Blümchen nicht zu erklären. So versucht die Ministerin, mit dieser Aktuellen Stunde von allen Sachverhalten abzulenken, die ein schlechtes Licht auf das Justizministerium, das halt jetzt CDU geführt ist, zu werfen. Der Anfang mit der ZIT war gut. Und das Justizministerium hat halt einiges im Angebot. Justizskandal 1, Justizskandal 2.0, alltägliche Probleme im Bereich der Justiz und des Justizvollzugs. Nennen wir noch einmal, auch übrigens strategisch wichtig mit den Sonderstaatsanwaltschaften, diese schleppende Besetzung des Hessischen der Generalstaatsanwältin. Das ist eine Schlüsselposition, die wird besetzt, als gäbe es die überhaupt nicht. Mal gucken, wann da wirklich was passiert. Oder wie wäre es damit, alle Gerichte mal zu modernisieren? Fangen wir doch mal bei den Basics an. Es wäre ja schön, im Kampf von Cyberkriminalität zu sprechen, und nicht einmal jedes Amtsgericht in Hessen hat einen Videoraum. Wird noch in diesem Jahrzehnt, werden wir es noch erleben, die E-Akte in den praktischen Betrieb gehen? Und dann etwas, was wirklich spürbar ist vor Ort. Ich glaube, jeder hat dann irgendwann auch mal damit zu tun. Wann geht das digitale Grundbuch dann endlich mal in den Regelbetrieb? Es gibt in diesem Justizministerium so viel an Hausaufgaben zu tun. Machen Sie die. Und werter Herr Kollege Heinz, wenn die ganzen Hausaufgaben mal gemacht sind, dann kann man substanziiert sich hier in Aktuellen Stunden feiern. Aber fangen Sie erst einmal an, den Worten auch wirkliche Taten folgen zu lassen. Sonst bleibt außer den blumigen Ergebnissen der Blumenwiese nicht viel übrig. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Schardt-Sauer. Als nächstes hat sich der Abg. Bolldorf von der AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Zerschlagung der Infrastruktur von Emotet ist ein Grund zur Freude. Sie gilt weltweit als gefährlichste Schadstoffsoftware, die gezielt die digitalen Systeme von Behörden, Gerichten, Kliniken und Unternehmen angegriffen und durch die Ausnutzung von Schwachstellen erhebliche Schäden verursacht hat. Zehntausenden Privatpersonen wurden über E-Mail-Trojaner Bankdaten gestohlen und durch hohe Lösegeldforderungen erpresst. Vorhin wurde schon erwähnt, der globale Schaden wird auf knapp 2,1 Milliarden Euro beziffert, allein in Deutschland mindestens 14,5 Millionen Euro. Dass es deutschen Ermittlern nun gelungen ist, weite Teile dieser Emotet-Infrastruktur zu zerschlagen, ist ein großer sicherheitspolitischer Erfolg. Es ist jedoch nicht der Erfolg allein von politischen Verantwortlichen oder Ministern, sondern das Ergebnis der hervorragenden Arbeit unserer Sicherheitsbehörden. Ohne die ZIT und das BKA wäre das nicht möglich gewesen. Unser Dank gilt daher insbesondere den Polizeibeamten, die jeden Tag für die Sicherheit von uns allen sorgen, sowohl im digitalen Raum als auch im echten Leben. Nicht nur für die nationale Sicherheit ist eine effiziente und lückenlose Kooperation elementar, sondern auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Sicherheitsbehörden anderer Länder sowie Europol immer mehr an Bedeutung gewinnt. Das hat sich natürlich im Kampf gegen Emotet deutlich gezeigt. In Zukunft, meine Damen und Herren, müssen wir dieses zielgerichtete Miteinander mit unseren internationalen Partnern weiter intensivieren. Denn die Gefahren in einer sich digitalisierenden Welt bleiben weiterhin omnipräsent. Datenmissbrauch, Hackerangriffe, die Verbreitung gefährlicher Schadstoffsoftware oder kriminelle Machenschaften im sogenannten Darknet angesichts tagtäglich stattfindender Kriminalität im digitalen Raum brauchen wir weiter ein entschlossenes Vorgehen. Globale
Cyberkriminalität, meine Damen und Herren, kann man nur global bekämpfen. Unsere hessischen Justiz- und Polizeibehörden werden, und da bin ich absolut zuversichtlich, dafür auch in Zukunft ihren entscheidenden Beitrag für eine Verbesserung unserer digitalen Sicherheit leisten. Angesichts der Bedrohungslage im Bereich der IT-Sicherheit ist der Schutz unserer lebenswichtigen Infrastrukturen, Energie, Wasser, Telekommunikation, insbesondere hier vor Ort, von elementarer Bedeutung. So sind in den vergangenen zwei Jahren im Schnitt ein Drittel der Unternehmen in Deutschland von Hackerangriffen betroffen gewesen. Ein Beispiel: im Dezember 2019 wurde die Online-Infrastruktur der Justus-Liebig-Universität in Gießen für eine Woche lahmgelegt. Es entstanden Kosten in Höhe von 1,7 Millionen Euro. Alsfeld und andere hessische Kommunen mussten aufgrund von Cyberattacken im letzten Jahr ihre Datensysteme vorsorglich vom Netz nehmen. Auch Emotet führte dazu, dass Krankenhäuser ihren medizinischen Betrieb einstellen mussten und ganze Behörden keinen Zugriff mehr auf wichtige Daten hatten. Meine Damen und Herren, dies zeigt uns, dass wir mehr für unsere Cybersicherheit investieren müssen als bisher. Dafür brauchen wir in erster Linie eine Stärkung unserer Sicherheitsbehörden durch eine bessere und zeitgemäße Ausstattung, mit der wir sie dazu befähigen, auf die komplexen Phänomene der Cyberkriminalität erfolgreich und zielgerichtet zu reagieren. Mehr denn je gilt, meine Damen und Herren, insbesondere im digitalen Raum müssen wir die Kriminellen von heute mit den Methoden und der Technologie von morgen bekämpfen. Ebenso muss der Schutz der IT-Infrastrukturen erhöht und permanent den neuesten Herausforderungen angepasst werden. In einer fortschreitenden Digitalisierung aller Arbeits- und Lebensbereiche brauchen wir klar definierte Schutzziele und ein ganzheitliches Konzept für Cybersicherheit in Hessen für unsere Behörden, Schulen, Universitäten, Wirtschaft und Kommunen. Auch hier, meine Damen und Herren, wird die AfD-Fraktion ganz genau verfolgen, was die Landesregierung in Zukunft für die Cybersicherheit in Hessen umsetzt, insbesondere im Hinblick auf das neu gegründete Hessen 3C. Mit blindem Aktionismus und einem fröhlichen Nebeneinander verschiedener Behördenwünsche lösen wir das Problem mit Sicherheit nicht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abg. Bolldorf. Als nächstes hat sich der Abg. Kummer für die SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach den Debatten gestern und vorgestern habe ich mich eine Zeit lang gefragt, ob ich es heute überhaupt wagen soll, den Weg hier an dieses Rednerpult zu nehmen, um als Vertreter der Opposition und der größten Oppositionsfraktion überhaupt etwas zu sagen in diesem Hause, weil es ja manchmal einem so vorkommt, wo doch in unserem Lande Hessen alles immer super ist und nichts mehr verbessert werden kann, so vorkommt, als wäre es schon fast schon Majestätsbeleidigung, wenn man es wagt, als Opposition an dieses Rednerpult zu schreiten, um Kritik zu üben oder notwendigerweise Dinge zurechtzurücken. Und dann habe ich mir gedacht, du musst das aber tun, weil heute geht es um die Sache, es soll immer um die Sache gehen, und da muss einiges zurechtgerückt werden. Bereits in meiner Haushaltsrede 2021 habe ich die Leuchtturmpolitik und die Symbolpolitik der Justizministerin kritisiert, und ich tue das heute wieder und bin der Kollegin dankbar, Frau Schardt-Sauer. Es ist die eigentliche Kernarbeit in der hessischen Justiz, die Not leidet, um die wir uns kümmern müssen, weniger die Leuchttürme und die Symbole. Kümmern Sie sich um die Menschen, die diesen Laden am Laufen halten. Und Sie haben es ja gesagt, da liegt ganz vieles im Argen. Wir sind die Lobhudelei der Landesregierung gewohnt. Und insofern reiht sich dieser Tagesordnungspunkt heute nahtlos in dieses Eigenlob. Der Volksmund kennt dazu einen Ausdruck ein. Ich sage es, Kolleginnen und Kollegen, ganz deutlich, zum ZIT, ans ZIT gerichtet, ja, dass die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internet- und Computerkriminalität leistet eine sehr gute Arbeit, und dafür danke ich den Beschäftigten dort. Zweitens, ja, der Schlag gegen das Emotet-Netzwerk ist ein Erfolg für das Bundeskriminalamt. Und dafür danke ich den Beschäftigten dort.
Herr Bellino, abwarten. Herr Bellino, abwarten. Gemeinsam, Kolleginnen und Kollegen, mit den Strafverfolgungsbehörden aus den Niederlanden, der Ukraine, aus Litauen, aus Frankreich, aus England, aus Kanada und der USA sowie mit Europol und Eurojust ist es gelungen. Also danke ich auch diesen Hunderten von Beamtinnen und Beamten in diesen Behörden weltweit, die an diesem Erfolg beteiligt sind. Und man soll sich nur mit Federn schmücken, die einem auch gehören. Es war also eine Gemeinschaftsleistung und nicht unerwähnt, das wollte ich einfach erwähnen, es war die Herr Bellino, es war die ukrainische Polizei, die mit ihrer Arbeit erreicht hat, dass ein Computer sichergestellt werden konnte, dort in der Ukraine, der das Ganze, diesen Erfolg erst möglich gemacht hat. So, noch ein Wort zum ZIT. Noch ein Wort zum ZIT. Ich habe gesagt, es arbeitet erfolgreich, Herr Bellino, Kolleginnen und Kollegen. Aber das macht das nicht aufgrund der guten Voraussetzungen, sondern trotz der widrigen Umstände in unserem Land. Und das kann ich beweisen. Das kann ich beweisen. Wie steht es denn tatsächlich um die einstige Vorreiterrolle in diesem Bereich, Frau Ministerin? Von den 23 Planstellen im ZIT sind derzeit nur 14 besetzt. Stand im September 2020 zu lesen. Von 23 nur 14 besetzt, das sind 60%. Ich stelle mal die Frage, was man alles noch tun könnte, wenn wenigstens die 23 Stellen besetzt seien. Und nun zur Pressemeldung, ich muss mich beeilen, weil 5 Minuten sind knapp zu diesem Thema, ich hätte viel mehr zu sagen, zur Pressemeldung der Ministerin. Und ein neuer Aspekt, der heute noch nicht zur Sprache kam, aber der zu erwarten war, es geht nämlich um angeblich bestehende Schutzlücken im Strafgesetzbuch. Und sie redet dort in ihrer Pressemeldung vom 28. Januar von einer Initiative des Bundeslandes Hessen im Bundesrat, um diese Lücke zu schließen. Und sie macht das, was sie immer tut. Sie behauptet zu Unrecht, und ich sage mal so wider besseren Wissens, dass das Bundesministerium der Justiz hier Versäumnisse aufzuzeigen habe, weil die Initiative Hessens noch nicht umgesetzt sei. Sie kennen ja das Prinzip. Hessen, alles super. Deswegen auch die Frage, darf ich hier überhaupt reden? Bundesjustizministerium, alles schlecht. Das ist doch durchschaubar. Nein, ist eben nicht so. Die Einführung des digitalen Hausfriedensbruchs steht im Raum, und das klingt ja erst einmal nicht schlecht. Aber man sollte einmal nachlesen und recherchieren. Im Schriftturm ist der Gesetzentwurf Hessens und des Bundesrats nämlich auf vehemente Kritik gestoßen. Das sage nicht ich, Kolleginnen und Kollegen. Das sagt der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages. Alle drei in diesem Bericht zitierten Juristen haben große Bedenken gegen dieses Vorhaben. Ich erwähne einen, den Gutachter Mawani, der sagt nämlich, Zitat, hören Sie bitte genau zu, der Schutz des digitalen Hausrechts parallel zum realen Hausrecht im Sinne des § 123 Strafgesetzbuch ging an der technischen Realität vorbei und sieht sich nicht überwindbaren Bestimmtheitsproblemen ausgesetzt. Und ein weiteres Zitat von ihm an anderer Stelle im Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, Zitat, ein möglicher Straftatbestand gegen den digitalen Hausfriedensbruch setzt sich dem Vorwurf aus, rein symbolisches Strafrecht zu verwirklichen. Da haben wir also wieder die Symbolpolitik und entlarvt vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Herr Abgeordneter Kummer, Sie müssen zum Schluss kommen. Weil, und dann komme ich zum Schluss, Kolleginnen und Kollegen, Frau Präsidentin, weil die Paragraphen 202a, 202b, 303a Strafgesetzbuch und 44 und 43 des Bundesdatenschutzgesetzes alle diese Tatbestände längstens abdecken. Ein allerletzter Satz, Frau Präsidentin. Gutachter Mawani sagt zu Recht, es kommt nicht darauf an, neue Strafgesetze zu schaffen in diesem Bereich, sondern die Strafverfolgungsbehörden in die Möglichkeit zu geben, mit ausreichend technischen und personellen Mitteln die bestehenden Gesetze umzusetzen. Da schließt sich der Kreis. Von 23 Stellen waren 60% besetzt. Wir brauchen. Das waren jetzt schon 2 Sätze, und Sie müssen jetzt dringend zum Schluss kommen. Ich bitte am Ende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir brauchen einfach mehr Personal. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Kummer. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Schaus für die Fraktion Die Linke zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Moment mal, der Abgeordnete Schaus hat das Wort, und wenn es irgendwelche Kommunikationsprobleme gibt, klären Sie draußen vor der Tür am besten. Gut, Herr Schaus.
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Immer wieder erhalte ich E-Mails von Amazon oder PayPal, obwohl ich dort kein Konto unterhalte. Da ist es für mich noch leicht und einfach zu erkennen, dass es sich bei diesen Mails um Schadsoftware handelt, um über den Anhang einen Trojaner auf meinem PC zu installieren. Schwieriger wurde es in letzter Zeit aber, wenn ich täuschend echte Mails der Telekom erhalte, insbesondere da ich dort jüngst meinen Vertrag geändert habe, und da schicken die sowieso laufend neue Mails. Oft frage ich mich dann, wenn ich da schon Schwierigkeiten bei der Erkennung von Schadsoftware habe, wie geht es denn all denen, die weniger vertraut mit Computern und E-Mails damit sind? Da kam die Nachricht in der vergangenen Woche, dass es in einer gemeinsamen Aktion, Kollege Kummer hat schon darauf hingewiesen, von Strafverfolgungsbehörden aus Deutschland, den Niederlanden, der Ukraine, Litauen, Frankreich sowie England, Kanada und den USA gelungen ist, die Infrastruktur der Schadsoftware Emotet zu zerschlagen. Emotet galt bislang als eine der gefährlichsten Malware der Welt und wurde meist dazu verwendet, Lösegeld von den Opfern zu erpressen. Laut einer Pressemitteilung des BKA ist es den Ermittlern durch die konzertierte Aktion auch gelungen, den Zugriff der Täter auf die Emotet-Infrastruktur zu unterbinden und auch die Kontrolle über die Emotet-Infrastruktur zu übernehmen. Dadurch sei es möglich geworden, die Schadsoftware auf betroffene deutsche Opfersystemen unbrauchbar zu machen. Wir alle freuen uns, dass es in einer internationalen Zusammenarbeit gelungen ist, diesen Kriminellen das Handwerk zu legen. Verzeihen Sie mir aber auch etwas Polemik. Aber es ist Wahlkampf, und nun versucht die CDU beim Thema innere Sicherheit zu punkten. Soweit, so bekannt. Dabei wäre es interessant, über das hier benannte Thema länger zu sprechen als nur die 5 Minuten. Denn eigentlich haben wir das nicht nur einmal und immer wieder auch angesprochen. Tatsächlich hat die Linke das Thema Internetkriminalität seit vielen Jahren immer und immer wieder als eine zentrale Herausforderung für unsere Sicherheit benannt. Seit Jahren fordern wir hier, die notwendigen Ressourcen auszubauen und den Kampf dazu zu verstärken. Wir haben dies und auch nachlesbar in den Haushaltsberatungen der letzten Jahre zum Thema gemacht. Wir haben dies gefordert in den Debatten über Internethetze und Internetmobbing. Wir haben dies gefordert in Debatten zu Pädophilie und Cyberattacken. Und wir haben dies eingefordert, wenn es um die mangelnden Kapazitäten bei der Polizei geht, insbesondere in der forensischen und Datenverarbeitung. Wichtige Aufgaben konnte die hessische Polizei und die Staatsanwaltschaft lange Zeit leider gar nicht selbst übernehmen, weil Spezialisten, Technik und Zeit fehlte, die dies nicht konsequent abgearbeitet werden konnte. Sie können das alles nachlesen. Ich bin froh und finde es auch wichtig, dass sich offenbar in diesem Bereich nach vielen Jahren nun endlich etwas bewegt. Das ist gut. Eine Schwalbe aber macht noch keinen Sommer. Und dass die CDU behauptet, dass Hessen hier weiter Vorreiter wäre, halte ich für Wahlkampftrommeln. Und erlauben Sie mir die Anmerkung am Schluss, Frau Ministerin. Ich würde mich freuen, wenn wir alsbald auch von Ihnen hier berichtet bekämen, dass Sie genauso erfolgreich und genauso konsequent die NSU 2.0-Serie aufgeklärt hätten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Schaus. Als nächstes hat der Abgeordnete Schauder für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben KollegInnen, die Nachricht, die uns letzte Woche erreicht hat, nämlich die Infrastruktur der Emotet-Schadsoftware wurde zerschlagen, ist eine gute Nachricht für alle PC-NutzerInnen. Europol bezeichnete die Software jüngst als eines der gefährlichsten Instrumente für Cyberattacken der letzten Jahre. Emotet war ein Trojaner, meist über Anhänge in E-Mails weiterverbreitet, der als Türöffner für Schadsoftware aller Art genutzt wurde. Die Folge waren Erpressungen, zerstörte Server und ein reger Handel mit Zugängen zu fremden Computern. Die Software hat weltweit einen Schaden in Milliardenhöhe verursacht. Dass nun der Takedown gelungen ist, der Takedown dieser immensen Schadsoftware, ist das Ergebnis erfolgreicher Ermittlungen durch das BKA und der ZIT, der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Dass dieser Takedown auch trotz der Pandemie, trotz schwieriger Arbeitsbedingungen, zum Teil auch im Homeoffice gelungen ist, beweist die Stärke und die Fähigkeit unseres Rechtsstaates auch in Krisenzeiten. Und daher gilt auch mein besonderer Dank an alle beteiligten MitarbeiterInnen. Dieser große Erfolg ist aber auch das Ergebnis unserer seit Jahren wieder aufgenommenen Personalaufbau in der hessischen Justiz, dass diese hessische Behörde bundesweite Vorreiterin im Kampf gegen Cyberkriminalität, gegen Darknet-Handel, Kinderpornografie und auch gegen Hate Speech ist. Die Kolleginnen und Kollegen haben in dieser Debatte schon angesprochen, wie viele auch andere Länder an den Ermittlungen beteiligt sind. Und hierbei zeigt sich, dass ohne die europäische Zusammenarbeit bei Europol, der Europäischen Polizeibehörde, und Eurojust, der Europäischen Justizagentur, eine solche Bekämpfung von Kriminalität nicht möglich wäre. Denn die Kriminalität heutzutage macht nicht mehr an geografischen oder nationalstaatlichen Grenzen Halt. Es zeigt sich, ohne die Europäische Union und ihre Institutionen wären die Nationalisten, die sie permanent angreifen und zerstören wollen, in der Strafverfolgung hilflos. Ihre Kleinstaaterei würde scheitern. Und daher, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ist der Weg dieser Landesregierung der richtige. Wir bauen die Justiz weiter auf, personell und sachlich. Wir digitalisieren sie und wir stehen konsequent für die europäische Zusammenarbeit ein. Diesen Weg werden wir weitergehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Schauder. Für die Landesregierung hat die Justizministerin Kühne-Hörmann das Wort. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will damit beginnen, dass ich sehr stolz darauf bin, dass die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte der ZIT wieder dabei waren und ein wirklich wichtiger Schlag gegen die internationale Cyberkriminalität gelungen ist. Es ist einfach klasse, was die Ermittler da hingekriegt haben. Ein riesiges Botnetz ist zum ersten Mal von den deutschen Ermittlern mit BKA, mit BSI, mit Eurojust und allen anderen. Und es hat einen Takedown gegeben, der alle im Bereich der Computer in dem Botnetz unschädlich gemacht hat. Und deswegen herzlichen Dank allen Ermittlern. Man kann nur stolz darauf sein. Das ist ein riesiger Schlag gegen die Cyberkriminalität, den man nicht zu hoffen gewagt hätte. Und das können wir richtig feiern. Und deswegen ein riesiger Applaus für die Ermittler. Dass das die Opposition, Frau Schardt-Sauer, da sind wir das ja gewöhnt, Miesepetrich und auch Herr Kummer, nicht zu schätzen wissen, das ist echt ein Skandal und zeigt, wie wenig Wertschätzung den Ermittlungsbehörden gilt an dieser Stelle. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und Herr Schauder hat darauf hingewiesen, dass es nur international geht
Und wer waren die Federführenden? Die Federführenden waren die deutschen Behörden. Und da waren die Staatsanwälte der ZIT diejenigen, die die Schadsoftware am Ende unschädlich gemacht haben. Und da hatten die nicht einen Nebenpart, sondern einen Hauptpart, weil das BKA sagt, wir arbeiten mit Spezialisten zusammen, die international bei den Amerikanern, in der Ukraine und am Ende auch bei den Niederlanden anerkannt sind. Es war die ZIT im Fokus, und die waren nicht nur Mitläufer. So, und jetzt, von den Linken muss man mal sagen, große Reden an Themen, was die Rechtspolitik in diesem Bereich angeht, null Initiativen und null Interesse. Und deshalb seit 2014 führe ich das Justizministerium, und ich bin den Koalitionsfraktionen dankbar, dass die Haushaltsanträge immer dazu geführt haben, die ZIT und das Personal zu verdreifachen. Das will ich an dieser Stelle noch einmal sagen. Und, Herr Kummer, das, was Sie an Zahlen der Besetzung genannt haben, stimmt auch nicht. Das heißt, wir haben im Moment an den GBA 2 abgegeben, und wir sind dann bis zu 3/4 in den Stellen besetzt. Das ist eine ständige Fluktuation von jungen Leuten, die auch zum Bundeskriminalamt gehen, die zum GBA gehen und wo es einen intensiven Austausch gibt. Und jetzt will ich nur sagen, Frau Schardt-Sauer, bei Ihnen hört nicht einmal die eigene Fraktion bei einem so wichtigen Thema zu. Ich glaube, das ist Signal genug. Ein riesiger Schlag ist gelungen, und darauf können wir wirklich stolz sein. Also, worüber reden wir? Das will ich noch einmal sagen. Wir reden darüber, über eine Schadsoftware und einen Trojaner. Und das erste Mal ist das 2014 aufgetaucht, als eine Attacke darauf abzielte, Online-Zugangsdaten von deutschen und österreichischen Bankkunden abzufangen. Emotet ist in den Jahren immer besser und immer intelligenter geworden. Und zuletzt war es in der Lage, die Kontaktbeziehungen und E-Mail-Inhalte aus den Postfächern infizierter Systeme auszulesen, um auf dieser Basis weitere Angriffe zu starten. Und das ist ganz besonders gefährlich. Dabei konnte Emotet die Absender nahezu perfekt imitieren und verseuchte E-Mails von den richtigen Mailadressen senden. Sogar den Schreibstil, der ist kopiert worden. Und die Software hat sich dabei sogar zunutze gemacht, dass die Empfänger in vielen Situationen auf eine Nachricht gewartet haben. Also, es hat sich riesig ausgebreitet. Was ist genau passiert? Die umfangreichen Ermittlungen, denen ist es gelungen, einen Server in Düsseldorf ausfindig zu machen, der zum Emotet-Netzwerk gehörte. Und das war der erste Schritt. Die ZIT hat von Server zu Server sich gehangelt, die eine Schutzschicht um das eigentliche Netzwerk gebildet haben. Nach 2 Jahren intensiven Ermittlungen, hören Sie gut zu, Herr Kummer, der ZIT, konnten die Ermittler schließlich eine Person in der Ukraine ausfindig machen, die einen essentiellen Part bei der Unterhaltung des Netzwerkes eingenommen hat. Und deshalb waren dann auch Staatsanwälte der ZIT bei der Durchsuchung in der Wohnung dieser Person in der Ukraine dabei. Vor Ort ist der eigentliche Clou gelungen. Die Ermittler haben quasi ein Update von Emotet über das Netzwerk verseuchter Computer verteilt und die Datenströme umgeleitet. Die infizierten Rechner sendeten nicht mehr an die Server von Emotet, sondern nur noch an 5 von der ZIT angemieteten ungefährlichen Server. Und genau das war der Grund, warum das Netzwerk zerschlagen worden ist. Und deshalb ist das ein Ermittlungserfolg der ZIT mit einem solchen System. Weltweit 2,1 Milliarden Euro Schaden ist, das ist eine Summe, die man so mal nennen kann, wahrscheinlich ist die noch nicht hoch genug, ist damit am Ende gestoppt worden. Und das ist doch ein riesiger Erfolg, wo man nur Danke sagen kann an so viel Innovation. Frau Staatsministerin, ich darf Sie an die Redezeit erinnern. Ich will noch einen Aspekt nennen, der die Herausforderungen angeht. Es gibt Gesetzeslücken in diesem Bereich, die sind schon angesprochen worden. An die Betreiber der Botnetze kommen wir jederzeit heran. Das ist nicht das Problem. Wir brauchen Strafnormen in diesem Bereich, und da ist die hessische Initiative des digitalen Hausfriedensbruchs genannt worden. Und Herr Kummer, es ist ja schon komisch, dass im Bundesrat auch von der A-Länder-Seite viele dieser Initiative zugestimmt haben. Und ob ein Mitarbeiter des Wissenschaftlichen Dienstes im Bundestag das anders sieht, damit kann ich leben. Die Experten der ZIT haben diesen Vorschlag gemacht. Das sind die Spezialisten. Und es fehlt uns daran, dass wir ausgelesene Daten, die einfach nur gebraucht werden, dass wir
dafür Menschen bestrafen werden. Das heißt, die Emotet-Daten liegen jetzt irgendwo, und wer sie jetzt benutzt, der kann nicht strafrechtlich dafür belangt werden. Das ist eine Lücke, die geschlossen werden muss. Und insofern bedarf es noch vieler Initiativen, die Gesetzeslücken zu schließen. Daran ist Frau Lambrecht in der Regel nie beteiligt. Vielen Dank, Frau Staatsministerin Kühne-Hörmann. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die Aktuelle Stunde der Fraktion der CDU mit der Drucksache 20-4958 abgehalten. Und inzwischen ist eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wirtschaft und Corona, Homeoffice ist wichtiger Bestandteil des Kampfes gegen die Pandemie. Drucksache 20-4997 wird die Dringlichkeit bejaht. Das ist der Fall. Dann wird dieser Top 100 und kann, wenn niemand widerspricht, mit Top 64 zu diesem Thema aufgerufen werden. Ich sehe keinen Widerspruch, dann machen wir das so. Außerdem eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Hessische Impfstrategie weiter vorantreiben, bestehende Impfstoffproduktion ausweiten, Drucksache 20-4998 wird die Dringlichkeit bejaht. Auch das ist der Fall, dann wird dieser Top 101 und kann, wenn niemand widerspricht, tut niemand, mit Top 56 zu diesem Thema aufgerufen werden. Haben wir das auch erledigt?